Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von, ja richtig, From Zero to Hero, unserer simulierten Karrieremodus Serie hier auf dem Kanal. Und ich hoffe, dass das Ganze heute sehr, sehr gut laufen wird. Wir werden unter anderem im US Open Cup gegen die Seattle Sounders antreten, und zwar zu Hause, wie es ausschaut, dazu trainieren. Und wenn wir uns mal in den Kalender reinfuchsen, dann sehen wir, dass wir da noch einige Spiele haben, und zwar gegen Toronto, und dann sind wir schon im Juni. Das heißt, normalerweise wäre Transferphase hier. Ist Juli, okay, alles klar. Dann noch gegen Toronto, DC United, unter der gleichen Woche noch gegen Philadelphia, dann wieder nur ein paar Tage Pause bis nach Timberland, wollte ich gerade, bis zu den Portland Timber, der Hauptstadt von Oregon, da wo meine wundervolle Freundin mal war. Und Sporting Kansas City ist dann der Abschluss, und danach geht es eventuell noch in die Transferphase und gegen Columbus Crew. Allerdings hoffe ich, dass ich bis dahin einen Verein gefunden habe. Von daher, mal schauen, was heute so geht. Sieg, Niederlage, unentschieden. Zuletzt zumindest bei Seattle. Und mal schauen, wie das jetzt laufen wird. Gegen die im Pokal 4-3 spielen. Der ist noch was Neues. Kova, Jürgensen und Valdez vorne. Freiberg dahinter mit Alonso. Also nicht so stark, wie sie zumindest sein könnten. Dempsey auf der Bank, aber doch Martins auch. Und Kova macht das 1-0. Von daher sowieso egal. Wir müssen nur ein bisschen mit BF spielen, weil unsere Spieler nicht ganz fit sind. Rocky, die gelbe Karte. Letztes Jahr sind wir im Pokal auch nicht wieder rausgeflogen. Mal sehen, wie es jetzt laufen wird. Majoral, der eigentlich überhaupt nicht fit ist, kommt für Ulare. Mirisch kriegt gelb. Langsam müsste mal der Ausgleich fallen, wenn wir hier noch was reißen wollen. Ich glaube, das wird aber nichts mehr. Und dementsprechend sind wir raus aus dem Pokal. Sang und klanglos, Freunde. Sang und klanglos. Agudelo war übrigens gesperrt, und ich suche nochmal einen neuen Job. Es wäre so schön, bei Middlesbrough zu arbeiten. Middlesbrough ist übrigens da oben bei Newcastle und Sunderland. Deswegen wäre das eine wunderbare Region für mich. Ich glaube irgendwie nicht, dass das was wird, weil irgendwie werden wir ja noch gewinnt. A, C, C und F bei Ulare, aber ein Upgrade bei Success. Ich finde das übrigens echt doof irgendwie. Ihr habt ja auch reingeschrieben in die Kommentare. Es ist wirklich doof, dass wir hier, Angebote haben, die dann aber immer abgelehnt werden. Ich meine, warum kriegen wir da überhaupt Angebote? Das ist so bescheuert hier. Middlesbrough möchte uns auch nicht haben. Warum nicht? Das ist... So, Freunde, Toronto zuletzt mit Siegen gegen New York City und gegen die Earthquakes steht direkt hinter uns und ist ein sehr starkes Team, gegen das wir immer Probleme haben. Spiel mit Soriano und Jovinko vorne, Delgado, Cheru, Chapman. Ist ja aber egal, denn wir machen das 1-0 durch Davies, und die kriegen die rote Karte für Johnson nach gerade mal 16 Minuten. Normalerweise sollte das ein extrem gutes Zeichen sein, aber nein, denn Miasca bringt dazu, dass wir das Ganze ausgeglichen haben. Jovinko macht nämlich einen Ausgleichstreffer. Dankeschön für unseren US-amerikanischen Super-Ratings im Verteidiger. Soriano macht das 2-1. Warum auch nicht? Hey, wir haben heute mal eine richtig beschissene Episode, denn wir werden wieder nix als, Scheiße im Bauen und auch keinen Blumentopf gewinnen mit unserer Leistung. Das ist zum Kotzen. Ich spiele schon gar nicht mehr mit. Eigentlich will ich dieses Training nicht spielen, und ich habe auch fest damit geredet, dass ich El Rondo. Das heißt El Rondo, ne? Doch, El Rondo. Oh, komisch. Dass ich das nicht hinkriegen würde, aber wir haben A bei Rubani, von daher möchte ich mir die Pischen. Die restliche Simulation ist mehr oder weniger erfolgreich. Ein D bei Miasca, ein C bei Success und Ulare und ein B mal bei Green. Wir sind zu Gast bei DC, die zuletzt gegen Montreal gewonnen haben, davor gegen die Red Bulls und Orlando verloren haben. Und wir müssen ein bisschen mit B11 spielen, gerade in der Defensive, weil die nicht gut drauf sind. Shuttleworth hat Form runter. Majoral macht das 1-0, was natürlich sehr schön ist, aber Holtz die direkt mit dem 1-2-1. Links hatte... Galloway auch in Form runter, und in der Innenverteidigung Miasca. Von daher Davies mit dem 2-1. Ronny kommt für Success. Warum kommt der auf Außenposition? Warum zum Geier? Warum so ein langsamer Spieler auf Außenposition? Das kann doch kein Mensch verstehen. Aber gut, wir sind da. Boah, Gott sei Dank. Ich dachte gerade, Caldwell trifft. Das ist ja nicht bei uns. Aber doch, wir gewinnen 3-1 gegen DC. Sauber. Niederlage, Unentschieden, Niederlage zuletzt bei Philly, und jetzt spielen wir mit Ulare unter anderem wieder in der Startelf. Der ist wieder fit und darf deswegen spielen. Mal schauen, 5 Minuten durch, nichts passiert. Galvan mit der gelben Karte, Galvan, Akzente, Haribas mit dem 1-0. Irgendwie läuft das nicht, also defensiv stehen wir echt beschissen. Allerdings spielen wir auch komplett mit B11 drin, abgesehen von Pharrell und Shuttleworth. Und Shuttleworth ist eigentlich ein B-Keeper. Agudelo angeschlagen, nicht so schön. Wir haben schon weniger Außenspieler, weil Jeffrey ja noch verletzt ist für ein paar Wochen. Eigentlich wäre es echt schlecht, gegen Philly zu verlieren. Können wir mal irgendwas machen, bitte? Bitte? Irgendwas? Nee? Dann nicht. Dann verlieren wir halt. Okay. Training, Training, Training. Und wir haben ein Upgrade bei Green. B bei Success, was schön ist. Ein D, D bei Miasca und bei Ulare, die mir irgendwie Sorgen machen. Und ein C bei Rugani, der... Naja. 86.
So, Portland spielt im 4-3-3. Die haben zuletzt verloren gegen LA und San Jose und gegen Chicago unentschieden gespielt. Ein Sieg sollte drin sein, wir spielen auswärts und die haben Milano. Ansonsten Darlington Nagbe und Chara und Richwell, aber sonst irgendwie nichts. Also Quarasei kann man vielleicht auch noch von der WM, aber sonst irgendwie nichts so Krankes. Der hat übrigens eine Hero-Karte, Quarasei. Success macht das 1-0, der Nigerianer gegen seinen Continental-Buddy. Naja, sind beides Afrikaner, also einer Nigerianer, aber das ist ja auch egal. Ja, 75 Minuten durch, passiert nicht viel, ne? Abgesehen vom Tor von Success. Vielleicht haben wir jetzt nochmal was. Wir gewinnen einfach. Sehr schön, das ist wunderbar. Montreal spielt unentschieden gegen Orlando. Auch in Ordnung. Gefällt mir. Wir sind übrigens Tabellenführer. Olle! Das hat auch ganz schön lange gedauert und wird sich wahrscheinlich rächen, denn wir haben nur Leihspieler. 2, 1 und go. Und wir spielen mit. Warum spielen? Naja, wir haben keine Upgrades, aber das sieht trotzdem sehr gut aus. Und bei Rugani wird demnächst der Balken von 80 ein bisschen nach vorne rutschen, bin ich mir relativ sicher. So, und Jüngland spielt gegen Sporting KC, die ich ja persönlich mag, weil ich einen Buddy habe, der da wohnt. Den ich zwar seit Ewigkeiten nicht gesehen habe, aber das ist ja auch egal. Die haben zuletzt alles verloren, das heißt, wir müssen eigentlich gewinnen. 11. Minute, Ronny ist angeschlagen, wird auch nicht ausgewechselt. Davies kriegt gelb, Mieska kriegt mal wieder gelb. Es wird ja auch Zeit, dass wieder gelb mit Redruf vom Platz fliegt. Was für eine Frage. Peterson kommt für Susie, Caldwell kommt für Ronny, Myers kriegt die gelbe Karte. Wir sollten langsam in Führung gehen. Wir spielen zu Hause, Freunde. Success! Der trifft momentan, wie er wieder guckt, sowieso die Leistungsdaten haben, was passend ist, weil ich ja den Verein jetzt wirklich endgültig wechseln will. Ja! Es sieht sehr gut aus für die Playoffs und es sieht gut aus für Tabellenplatz. Also Playoffs werden wir nicht mehr rausfallen, weil die haben 13 Minuten Vorsprung und nur einen Punkt Rückstand auf Toronto und ein Spiel weniger. Das heißt, das sieht sehr gut aus. Und wir haben sogar ein Spiel weniger als New York und 6 Punkte. Also, es läuft. Das läuft wiederum nicht. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Achillessehnenriss, 6 Wochen fällt Ronny aus. Nein. Ich bin Erster in der scheiß MLS und die wollen, also... Vielleicht im Juli. Vielleicht klappt es im Juli, weil dann die neue Saison beginnt. Ich hoffe es zumindest, dass es so ist. Bis dahin. Guck mal, wie Rugani. Wei, oh wei. Ansonsten C, B, B, C ist in Ordnung. Und Ulari steigt auf 76. 2, 1, Training. Und wir haben C, C, D, D, B. Und ein kleines Upgrade beim Manndeckung bei mir. Diese Werte sind teilweise so krank wie die Ratings. Das ist Wahnsinn. Success ist weg. Ulare ist weg. Viva Fossum ist weg. Und Jugendspieler will weg. Adolfo. Nicht mal Wolfsberger AC. Aber egal, wir haben Aguilar und Adolfo. Harry Wo kommt zurück von irgendeinem chinesischen Verein und Freunde, das ist echt alles beschissen. Ich will endlich den Verein wechseln, aber es funktioniert einfach nicht. Und ich weiß nicht warum. Vielleicht müssen wir ernsthaft die Playoffs gewinnen. Ich weiß nur nicht, wie wir das stemmen sollen, denn sind wir mal ganz ehrlich, wir müssen, wenn dann wieder neue Spieler leihen und das wird auf jeden Fall anstrengend. 2, 1, Training und ich habe gerade noch mal ein paar Spieler nachgefragt. Wir haben Upgrades bei Aguilar und bei Green. Majorell weiß ich gar nicht, aber ja. So, wir leihen uns neue Spieler und zwar Gnabry, Armstrong und Aarons. Ich weiß nicht. Aarons oder Gnabry? Das ist jetzt die große Frage. Rechtes Mittelfeld, linkes Mittelfeld, wir brauchen rechts. Auch wenn Aarons, glaube ich, auch links kann, aber den nehmen wir jetzt erstmal ab, weil wir brauchen noch einen G. Und einen G haben die Spurs abgelehnt. Ich weiß nicht warum, aber schade. Also es wäre ein Stürmer, der Flügel spielen könnte, deswegen wäre das ganz gut, aber ich glaube, Stürmer... Davies Majoral wird ja auch gehen. Aber Majoral können wir vielleicht nochmal leihen. So, haben wir nochmal einen Stürmer und zwar James Wilson von Manchester United, den wir ebenfalls annehmen. Mal sehen, was wir damit so machen können. Aber das werden wir als nächste Episode sehen, zumindest spielerisch. Ich will jetzt die Ratings nochmal eben sehen. Armstrong hat eine 68, das ist in Ordnung, weil der vor allem talentiert ist. Das wissen wir ja aus dem Newcastle-Karrieremodus. Wie sieht es bei den anderen aus? Gnabry 73, was gut ist. Und Wilson können wir auch aufbauen mit 67, der ja gerade mal auch 20 ist. Von daher wird das schon werden. Trotzdem möchte ich ganz gerne Majoral ausleihen. Aber mal schauen, was damit wird. Aber das war es immer von dieser Episode. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Da würde ich mich drüber freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch, wie gesagt, einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Haut rein und ciao.